Hallo zusammen, ich bin wieder auf dem neuen Server unterwegs, hier in die 918. Und ja, bin jetzt hier fleißig am Basteln und am Tun. Es ist noch zweifach. Das heißt, ich habe da hinten in der Ecke jetzt einen Kanu liegen. Ups, ich muss Klamotten mitnehmen. Hab mir da einen Kanu rausgesucht. Und auch betäubt. Und ja, da gehe ich jetzt schauen, wie es ihm geht. Müsste, ich glaube, zu 50% oder irgendwie sowas fertig sein oder so. Hier der Trike, der war ja beim letzten Mal schon fertig. Muss ich hier mal schauen. Hier waren vorhin ein paar, wie heißen hier, diese kleinen Terrorbirds heißen die. Hier habe ich aber die Klippe runtergejagt. Da hatte ich keine Lust auf die. Ja, hier alles zugepillert, nicht von mir. Ja, das ist irgendein anderer, keine Ahnung. Hier hatte ich den Kano gesehen, ein Level 110er. Und jo, jetzt zeige ich euch mal, wo der im Endeffekt dann schlafen gegangen ist. Es dauert ein bisschen, da man ja hier nirgendwo irgendwelche Zähmfallen hinstellen kann oder so, sondern man ja wirklich gezwungen ist, wenn man hier in der Stadt einen Dino findet, ihn dann gemütlich zu kiten, bis er dann irgendwann wirklich sagt: Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja, und das war hier der Fall. Hier ist er dann runtergeplumpst und da hinten liegt er. Da liegt er und wartet gemütlich. Ich kann ihn leider nicht protecten. Ich kann ihn also nicht einzäunen oder ähnliches. Und deswegen halte ich mich immer ganz weit weg von dem auf, damit hier keine Tiere nachspawnen. Wie sieht's aus? Ich gebe dem nochmal 200 Bärchen und dann denke ich mal, für den nächsten Rutsch brauche ich dann wieder ein paar neue Beeren. Habe aber jetzt auf jeden Fall erstmal wieder eine Stunde Zeit. So, Fleisch hat er genug drin. Da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Es sei denn, ich finde halt zwischendurch noch irgendwo ein bisschen. Na, du Kleiner. Da bin ich mir nicht mehr sicher, was machten diese Kleinen? Die hatten doch irgendeine Fähigkeit, oder? Oder waren das einfach nur nervige Vögel? Hab mich immer von denen ein bisschen ferngehalten, weil ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass die auch so eine Betäubung haben oder so, aber das scheint wohl nicht zu sein. Na gut, also, wie ihr seht, ich bin auch mittlerweile in Metall ausgerüstet. Was allerdings nicht funktioniert ist, man kann sich bei Extinction leider keine Sachen von anderem Server runterschicken. Ich habe es zumindest jetzt mit Baumaterial ausprobiert. Kann ich euch mal zeigen. Das funktioniert nicht. Also da ist der Download von Items ausgeschlossen. Zeige ich euch das gleich mal. Es ist immer ein Counter von 15 Minuten. Und wenn der bei einer Sekunde ist, springt er wieder auf 15 Minuten. Also egal, was man macht, man kann die Daten nicht runterladen. Da hatte ich mir ja so für meine erste Base alles fertig gebastelt auf dem anderen Server und wollte dann jetzt hier die Base fertig machen. Ja. Hatte ich mir ein paar Fertigmaterialien rübergeschickt, aber das geht nicht. Also wie gesagt, ich könnte jetzt jetzt noch knapp 12 Minuten abwarten. Aber das bringt nichts. Bei einer Sekunde, wie gesagt, springt er wieder auf 15 Minuten. Und ich zeige euch das auch mal. Wenn ich das so im Vorfeld probiere, kriegt man halt diese Einblendung. Na, Item Download.
ist auf diesem Server nicht gestattet. Ich habe am Anfang gedacht, okay, das wird daran liegen, weil die Zeit noch nicht abgelaufen ist. Hatte aber nichts mit der Zeit zu tun. Generell darf man das nicht. Okay, also heißt es, alles komplett wird hier gefarmt und jetzt muss ich erstmal hier was saufen. Und unsere nächste Aufgabe, deswegen habe ich auch jetzt hier mit dem Video angefangen, ist, wir müssen 320 Leder irgendwie zusammenkriegen, damit wir für unseren Kano, falls der dann nachher fertig ist, auch einen schönen Sattel bauen können. Und ja, da muss ich jetzt halt nur nach ein paar Tierchen suchen. Deswegen habe ich mich hier mit Armbrust ausgerüstet, weil ich halt nicht weiß, welche Tiere ich finde. Und ich mich eigentlich im Endeffekt damit jedem Tier anlegen kann. Blöde ist, hier sind ziemlich viele Tech-Wachen. Da ist noch eine kleine Drohne, die sagt sofort den hinteren beiden da Bescheid, den Druidikas Bescheid. Wenn ich mich da jetzt irgendeinem anlege. Aber ich werde den jetzt hier einfach nehmen. Hat ja auch gesehen, die machen gar nicht viel Schaden. Leckt aber ein kleines bisschen hier. Oder lecken, weiß ich nicht, Gummiband-Effekt, wie man es auch immer nennen möchte. Aber da kann ich besser mit umgehen, als wenn ich an alle Nase lang am Bauen behindert werde. So, jetzt bin ich aber von irgendeinem, glaube ich, gespottet worden. Nee, doch nicht. Okay, dann werde ich jetzt gucken. Ich bin mir bei den Schildkröten nicht sicher, ob die auch Leder brachten oder ob das nur Keratin-Chitin war, was die uns zur Verfügung stellten. Ich werde es einfach ausprobieren. Die Druidikas, die sind da hinten erledigt worden. Also ich nenne sie jetzt einfach so, wie die bei Star Wars heißen. Das habt ihr in der anderen Folge gesehen. Selbst wenn die hier Verteidiger oder keine Ahnung, Wächter heißen oder irgendwie sowas. Hier ist halt ein kleines bisschen geklaut worden von der Optik. Ja. Brauch mir da jetzt keine Sorgen, also um die Viecher zu machen. Ups, da kommt ein Kano. Das ist natürlich nicht schön. Muss ich da mein Opfer weglassen? Ist das der 90er? Glaube, das ist der Level 90er. Halt, das ist der Igu. Da ist er. Oh, Mist, 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 Mist. Da kriege ich den irgendwie abgelenkt. Da ist er. Sehr schön. Er ist unten. Was bist du? Ach, du bist ein kleiner 35er. Ups. Nicht, dass du da hochkommst. Das würde ich jetzt nicht gut finden. Aber du kannst da gerne unten drin bleiben. Würde dich da gerne killen wollen. Weil bei dir habe ich sogar die Möglichkeit, dass du mir ein bisschen für deinen Artgenossen ein bisschen Primus mitbringst. Das mit dem Primate ist aber immer so ein bisschen selten bei diesen Tieren, weil ich habe vorhin einen Level 5er gekillt. Da habe ich zwei Primate draus bekommen. Hab dann, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, ein Level 70er oder irgendwie sowas dann auch noch gekillt gehabt. Und der hatte gar nichts. Und das ist ein bisschen blöde. Habe ich, glaube ich, den falschen angeschossen, aber das ist egal. Denn wenn der Kano tot ist, kann ich den looten.
Und ein Prime Meat. Das heißt, wir können unsere 10 Zeit ein bisschen verkürzen. Wir müssen es nur schaffen, innerhalb von 8 Minuten jetzt da hinten hinzukommen. Sollte aber funktionieren. Nur einmal durchs Wasser rennen. Und dann kann ich durchsprinten. Also fast, fast durchsprinten. Ich muss ja zwischendurch noch auf meine Ausdauer achten. Aber ich habe halt kein Problem mit der Wasserknappheit. Ich schaue, wie gesagt, am Anfang, dass ich so schnellst als möglich irgendwelche Tiere nehme, die nach Möglichkeit auch immer an meiner Base direkt spawnen, dass ich nicht einen weiten Weg habe, weil ich ja eh noch nicht viel reißen kann. Weil wenn ich nicht schnell von A nach B komme, dann brauche ich auch nicht in weiterer Entfernung mir ein Tier versuchen zu zähmen, weil das schaffe ich ja dann nie. Hier funktioniert das. Also diese Entfernung ist noch so gerade machbar. Achso, ich müsste mir mal eben den Wecker stellen. Wecker. Auf jeden Fall hier meine... ja, es ist ein Wecker. Wegen der Betäubung. 55 Minuten ist er generell betäubt. Ich habe den jetzt aber aufgrund, weil es auch ein paar Meter weiter weg ist und so weiter, jetzt auf 35 Minuten erstmal gestellt. Und je nachdem, wo ich dann gerade am Rumkrebsen bin, habe ich dann auf jeden Fall Zeit und kann da noch hin. Da hinten ist auch noch eine Kröti. Eine Kröti mit Schild. Eine Schildkröti. Gucken, was du mir bietest. Weil die eine, die konnten wir jetzt nicht auseinandernehmen. Oh, eine 145er. Oh Gott, wartet mal. Da werde ich mal eben die Liste aufmachen. Carbonemis heißen die. 145. Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Brauche ich nachher zum Zähmen von Bronto. Na, das ist doch genau richtig, die Reihenfolge. Dann werde ich die versuchen, glaube ich, noch zu betäuben. Moment, wir haben... Ja, zweifach ist noch. Das müsste hinhauen. Anderthalb Stunden braucht die. Und die ist 40 Minuten in Betäubung. Ja, dann werde ich das jetzt machen. Dann werde ich jetzt einmal zurückdüsen. Betäubungsmittel holen und ja, hoffe, dass ich die dann Richtung Kano ziehe. Und mit Glück, dass die dann direkt neben dem Kano pennt. Und dann hätte ich halt ein Tier, was die Eier produziert. Wobei ich gar nicht drauf geachtet habe, war es jetzt ein Männchen, Weibchen? Ich habe jetzt direkt nur gesehen, 145, meins, High Level, gib her. Weil zur Eierproduktion braucht man ja theoretisch Low Level, weil das geht ganz schnell. Aber na, schauen wir mal. Was anderes macht das Viech nicht. Das legt nur Eier. Und wenn das halt kein Weibchen ist, dann legt es noch nicht mal diese. Wäre also blöde. So, Futtertrog. Einmal hier wieder von jeder Sorte was nehmen. Weil durch das Rumgerenne bin ich natürlich auch ziemlich außer Puste. Leder brauchen wir auf jeden Fall noch. Da können wir schon mal
Wegschmeißen. Da insgesamt haben wir jetzt. Nee, halt, Leder hätten wir genug. Das hätten wir genug, genau, wir können es craften. Könnten. Also craften tue ich natürlich erst dann, wenn auch die Chance besteht, ein Tier zu haben. Ich werde jetzt nicht den Sattel craften, wenn das Tier noch nicht gezähmt ist. Aber wenn es so bei 95% liegt oder ähnliches, dann werde ich es natürlich craften, weil dann werde ich halt den Sattel an Mann nehmen, rübergehen und mir dann das Viech abholen. Ich bin bei dem Anki jetzt schon zweimal dran vorbeigerannt, weil ich hatte den einmal schon betäubt, habe da aber nicht auf die Zeit geachtet und dann ist er mir wieder aufgewacht und jetzt hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Obwohl er natürlich direkt bei mir unten an der Base ist, also. Irgendwie habe ich da gerade ein paar andere Prioritäten, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bauchlevel, ich glaube 85 oder sowas, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Los, Sammy, nimm die Beine in die Hand. Wir sind bald da. Jetzt haben wir wieder einen Gummibandeffekt gehabt. Und jetzt müssen wir hier die Schildkröte zum Kanu ziehen. Das dürfte aber machbar sein. Dann kommen Sie mal her, liebe Schildkröte. Schildkröte und Enki, das sind immer die beiden am einfachst zu zähmendsten Tiere, finde ich, oder zu betäubenden. Weil die halt sehr, sehr langsam sind. Man kann sie in der Regel, falls sie jetzt nicht gerade Orientierungsschwierigkeiten hat, direkt dahin kiten, wo man sie haben will. Aber irgendwie will man dann nicht wirklich. Ist eigentlich Madame eine Madame? Jo, Madame ist eine Madame. Sehr schön. Jetzt gar nicht drauf geachtet mehr. Bei mir ist das so 100, also ein High-Level, fertig. Und dann wird sofort versucht, die ganzen 10 Materialien zusammenzubekommen. Und erst im weiteren Schritt achte ich dann darauf, wie das Geschlecht. Aber viel lieber hätte ich es eigentlich, wenn wir jetzt hier ein Bronto finden würden. Aber ein Bronto läuft natürlich selten direkt in der Stadt rum. Und wenn doch, dann ist es meistens ein Low-Level. Na komm, spring da runter. Achso, jetzt ist er schon auf Flucht gepolt, oder? Komm, dreh um. Du bist noch nicht fertig mit Betäuben. Ich möchte dich erst hier runterlocken. Komm. Ach, dann ist die doch kurz vor. Wo kann doch eigentlich nicht? Und 145er braucht doch wesentlich mehr. Oder war die einfach out of aggro? Nee, das ist recht okay dann. So, in die Richtung bitte. Madame, drehen Sie bitte so in diese Richtung ab, ja? Nein, nicht zu. Jetzt ist es wieder. Nicht nach zukünftigen Härchen schnapsen, das macht man nicht. Du bist doch keine Schnapsschildkröte, oder doch? Bist keine Schnapsschildkröte, das weiß ich. Ich muss außen rum, du gehst bitte den kurzen Weg. Ja, noch einen Schritt weiter. Sehr schön. Brav gemacht. Brave Kröti. Brave Schildkröti. Alles gut, alles. Guck mich nicht so vorwurfsvoll an. Du hast alles richtig gemacht.
Alles richtig. Jetzt muss ich nur aufpassen. Da hinten ist ein blöder Wächter. Nicht, dass der jetzt gleich hier auf Protection Tour ist. Ja, da hätte ich dann nicht so viel Spaß dran. Nee, nee, anders. Andersrum. Ich hatte schon gesagt, da hinten ist der, wie ist das jetzt? Enforcer, glaube ich, heißen die oder so. So, komm, umdrehen und dann plumps. Versuche auf diese 6 Sekunden zu achten, weil das ist immer ungefähr, wenn links die Einblendung mit dem Trank Arrow weggeht. Kurz danach sollte man wieder neu schießen. Ich hoffe, ich bin weit genug von dem Enforcer weg da hinten. Ja, hier schläft. Die schläft und der Enforcer. Nein, der hat mich nicht. Jetzt kann ich mal nach dem Level gucken. 55. Er hat mich aber nicht gespottet. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt hier mit Mejo-Bären in einer Stunde auftauchen. Beziehungsweise Stunde. Ich glaube, Stunde ist die gar nicht. Nee, in 40 Minuten ist die betäubt. Gut, dann mache ich das, wenn ich parallel zum und Kanolauf. Genau. Dann haben wir die beiden jetzt einfach simultan. Und dann dürften wir keine Probleme haben. Ich werde dann jetzt noch einmal den Treik mir schnappen. Hier einmal kurz Blümchen weg, damit ich den Kano besser sehe. Und jetzt werde ich mir den kleinen Treik schnappen und ein paar Bärchen farmen. Das ist das Erste, was ich mache. Ich suche mir immer als erstes einen Trike. Das ist so mein Favorite-Tier, weil da ist am einfachsten mit Bären nachher zu farmen. Er kann sich meistens auch ziemlich gut verteidigen, zumindest gegen ein paar kleine Tiere. Wartet mal, das ist ein Adler. Das wäre jetzt natürlich auch cool, ne? Das wäre natürlich jetzt cool. Was bist denn du? Kleiner Level 15.